Willkommen zu Hause, willkommen bei Ländle TV und damit ein herzliches Grüß Gott bei der letzten Ausgabe vom Ländle TV Wochenmagazin im Jahr 2016. Wir starten gleich mit einem Rückblick auf die Sendung Blickpunkt Industrie. Das Jahr 2016 hat für Furore gesorgt. Nicht nur bei Ländle TV, sondern auch bei unserem starken Partner, der Wirtschaftskammer Vorarlberg, Sparte Industrie. Zahlreiche Produktionen konnten durchgeführt und erfolgreich bewerkstelligt werden. Im Vordergrund natürlich die vielen Vorarlberger Unternehmen, bei denen praktisch durchgehend die Lehrlingsausbildung einen sehr hohen Stellenwert genießt. Verpacken ist Vertrauenssache. Deshalb zählen die vielen Kunden auf die Dienste von Rondo. Vertrauenssache ist allerdings auch der Glaube an die eigenen Stärken. Aus diesem Grund erhalten bei Rondo Ganal jedes Jahr 5 bis 8 Lehrlinge die Chance auf eine fundierte Berufsausbildung. Eine von ihnen ist aktuell Deria Kurucu. Auch sie wählte den Lehrberuf der Verpackungstechnikerin. Man muss Genauigkeit mitbringen und technisches Verständnis. Und man hat sehr viel Abwechslung in diesem Beruf und es macht sehr viel Spaß. Um die Zufriedenheit der Kunden zu gewährleisten, braucht es gute und vor allem engagierte Mitarbeiter. Genau hier setzt das Unternehmen Fiedelgmeiner an. Lehrlinge haben die Möglichkeit, sich zu Prozesstechnikern ausbilden zu lassen. Interessenten dafür sind immer willkommen. Die Aufgaben eines Prozesstechnikers sind vielfältig. Diese beginnen vom Auftragseingang über die Optimierung bis hin zum Auftragsausgang. Nicht nur Lehrlinge genießen im Industrieland Vorarlberg eine hervorragende Ausbildung, auch die Möglichkeit für eine duale Ausbildung rückt immer mehr in den Vordergrund. Ganz wichtig ist liebherr beim dualen Studium die optimale Betreuung der Studenten. Jeder Studiengang wird von einem Betreuer begleitet. Dieser ist erster Ansprechpartner für die Studienteilnehmer und Bindeglied zwischen dem Unternehmen und der Fachhochschule Vorarlberg. Mit unserem Dualbetreuer haben wir eine Unterstützung hier im Unternehmen, aber auch an der FH. Gibt es irgendwelche Fragen hinsichtlich einer Klausur oder im Unternehmen ein Anliegen, unterstützt er uns in jeder Hinsicht. So viel Einsatz zahlt sich aus. Mit Caroline Rust konnte die erste Dualstudentin aus dem Bereich Wirtschaftsingenieurwesen ihr Studium erfolgreich abschließen und im August diesen Jahres von liebherr übernommen werden. Hightech und eine Ausbildung mit Hand und Fuß wird auch bei Bertsch in Nützedes geboten. Den Fachkräftebedarf deckt die Bertsch-Gruppe über eine eigene Lehrwerkstätte. So sichert sich Bertsch die Weitergabe von fertigungstechnischem Know-how. Zudem wird den Jugendlichen die Basis für die anspruchsvollen Produkte des Vorarlberger Traditionsbetriebs vermittelt. Die Jungs werden da in der Lehrwerkstatt, in der eigenen Lehrwerkstatt, in der Metallfertigung ausgebildet. Sie erlernen die sämtlichen Grundlagen, die notwendig sind, um dann später in der Produktion einsetzbar zu sein. Wir sind ein überwiegender Schweißbetrieb und dadurch muss natürlich das Schweißen im Vordergrund. Grundsätzlich ist die metallische Grundausbildung sehr, sehr wichtig und da schließt natürlich die Sicherheit mit an. Also das heißt Selbstschutz und auch Schutz von den Kollegen und so weiter, das ist ein großes Thema und wird sehr, sehr stark ausgebildet und geschult, damit in der Produktion bzw. auch in der Lehrwerkstatt nichts passieren kann. In den vielen Vorarlberger Unternehmen wird aber nicht nur eine perfekte Ausbildung geboten, auch auf die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird geachtet. Qualifizierte und hochmotivierte Mitarbeiter sind die Basis für Innovationen. Deshalb spielt die Personalentwicklung eine wichtige Schlüsselrolle. Denn Entwicklung und Förderung unserer Mitarbeiter hat bei SE einen großen Stellenwert. Aber auch Themen wie Work-Life-Balance, das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben, unsere Mitarbeiter liegt uns am Herzen. Diese Atmosphäre wird von allen geschätzt. Grund genug, um auch ein Feel-Well-Programm ins Leben zu rufen. Für mich war es immer schon ein großes Anliegen, wo meine Firma gegründet hat, dass Mitarbeiter und Gesundheit im Vordergrund stand, dass sie gestärkt werden, dass sie sich wohlfühlen. Und dann ist Feel-Well entstanden. Es war ganz einfach aus dem Buch heraus,
Mitarbeiter schon im Vordergrund. Zuerst waren das nur kleine Projekte und inzwischen haben wir eine große Anzahl an Aktivitäten, die wir anbieten. Unter anderem Massieren, sportliche Aktivitäten, Feiern, Ausflüge, unter anderem großes Grillfest mit den Familien, Oktoberfest in Münden, Skitag, Weihnachtsfeier, vieles anderes. Obst, warme Getränke, Mineralwasser sind zur freien Verfügung. Viel anderes bieten wir natürlich auch noch zum Wohle der Mitarbeiter. Das machen wir nicht nur zur Motivation, sondern natürlich auch, dass die Zusammenarbeit im Betrieb verbessert wird, dass die Motivation da ist und natürlich ein freies Miteinander. Produkte aus Vorarlberg exportiert in die ganze Welt. Diese Tatsache steht bei vielen Ländlebetrieben auf dem Programm. Zum Teil sind sogar Weltmarktführer im Rheintal beheimatet. Hinter einem erfolgreichen Unternehmen stehen kompetente und perfekt ausgebildete Mitarbeiter. Die Lehrlingsausbildung bei Doppelmayr geht bis zu den Ursprüngen des Unternehmens zurück. Diese langjährige Erfahrung, gekoppelt mit moderner Technologie und einem fachlich sowie pädagogisch bestens geschulten Ausbilderteam, bietet den Lehrlingen hervorragende Berufs- und Zukunftschancen. Die Ausbildung bei Doppelmayr vermittelt umfassende berufsbildbezogene Fertigkeiten und Kenntnisse aus der Metall- und Elektrobranche. Die Lehrlinge arbeiten dabei an aktuellen Projekten mit, damit die Spezialisten von morgen bestens auf ihr Berufsleben vorbereitet werden. Ich finde die Struktur der Lehre gut, weil man bei uns einfach alle Abteilungen durchläuft. Egal ob ich Stahlbautechniker, Maschinenbautechniker, Zerspannungstechniker lerne. Ich kann in jeden Bereich hineinschnuppern, kann mich durch das so besser orientieren, was ich nach der Lehre machen möchte. Und ja, kriege einfach einen Einblick ins komplette Geschäft. Durch Kreativität, Innovation, ausgezeichnetem Service und hohen Qualitätsstandards schafft es die Getzner Textil AG, sich weltweit zu etablieren und sich mit Investitionen in die Ausbildung von Lehrlingen die Marktführung in verschiedenen Unternehmensbereichen zu sichern. Der Bereich Entwicklung und Forschung von der Getzner Textil AG ist sehr gefragt und bietet einen speziellen Rahmen im Anwendungsbereich von technischen Textilien. Sich weiterzuentwickeln und am Puls der Zeit zu schlagen, sind Voraussetzungen für den unternehmerischen Erfolg und maßgeblich für die Industrie Vorarlbergs. Wer erfolgreich ist, der braucht Platz. Wohin die Reise bei Mausburger geht, zeigen die aktuellen Bauprojekte, nämlich vorwärts. In Lingenau im Bregenzer Wald wurde im September die neue Produktionsstätte für kundenspezifische Bearbeitung in Betrieb genommen. In Wolfurt ist aktuell der größte Erweiterungsbau der Firmengeschichte in vollem Gange. Eine zusätzliche Halle mit 6.100 Quadratmetern Produktionsfläche und einer ebenso großen Lagerfläche sichern höchste Lieferfähigkeit auch für die Zukunft. Auch in Sachen Getränke hat Vorarlberg einiges zu bieten, vor allem Bier steht im Ländle hoch im Kurs. Durch die Nähe zu Kunden und Partnern in der Gastronomie kann die Brauerei Eck schnell und flexibel auf Kundenwünsche eingehen und reagieren. Speziell für Feste und Veranstaltungen ist man bestens gerüstet und bietet den Kunden alles rund um Getränke und Festmaterial an. Ja, der Produktionstag läuft folgendermaßen ab. Ein Mann, der kommt bereits relativ früh am Morgen, heizt die Wasseraufbereitung auf, damit wir heißes Wasser haben. Dann fangen die restlichen Personen etwa um 7 Uhr an. Wir brauchen in der Produktion insgesamt 3 Mitarbeiter und füllen in der Stunde etwa 7000 Flaschen Bier ab. Die Brauerei Vornburg in Bludenz blickt auf eine lange Geschichte zurück. Seit 1881 wird das traditionelle Bier in den Heiligen Hallen sorgsam gebraut. Mit den Jahren hat sich einiges innerhalb der Produktion verändert und die technischen Gegebenheiten wurden vereinfacht, um eine noch bessere Qualität der Vornburger Bierspezialitäten zu bieten. Im Laufe der letzten Jahre Sudhaus, Gärkeller, Filterkeller sind komplett automatisiert worden. Ich meine, wir stehen hier beispielsweise vor einem Teil von der sichtbaren Automatisierung. Es ist heutzutage für den Brauer vieles wie ein PC-Arbeitsplatz. Es wird alles über den Computer gesteuert. Die Industriebetriebe Vorarlbergs haben ein gemeinsames Ziel. Um am Markt bestehen zu können, werden Fachkräfte benötigt. Diese werden schon früh gefördert und erhalten eine dementsprechende Ausbildung. Eine Lehre im Technikland Vorarlberg reicht von Hightech-Berufen bis zu handwerklich orientierten Berufen für unterschiedliche Fähigkeiten und Talente.
Und so fanden am 15. sowie 16. Dezember 2016 in Wifi Dornbirn die BIFO-Nachmittage des Techniklands Vorarlberg statt, um Jugendliche und Eltern über die unterschiedlichen technischen Lehrberufe zu informieren. Während eines Rundgangs durch die Werkstätten des Wifi Dornbirn erhielten die jungen Leute sowie Eltern und Lehrpersonen spannende Einblicke in die Welt der Technik. Die First Lego League ist ein weltweiter Forschungs- und Roboterwettbewerb für 10- bis 16-jährige Jugendliche, bei dem weltweit über 30.000 junge Leute teilnehmen und in Teams gegeneinander antreten. Wer viel lernt und leistet, der darf hin und wieder auch feiern. So zum Beispiel beim Lehrlingsball im Festspielhaus. Schon zum 9. Mal hieß es in Vorarlberg Lehre am Ball. Dieses Mal unter dem Motto We can do that und das gehörig. Rund 4000 Gäste sorgten für eine einzigartige Atmosphäre und machten die Veranstaltung der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer wiederum zur größten Ballveranstaltung des Landes. Die heimischen Industriebetriebe sind also bestens gerüstet und dürfen sich auch in Zukunft über gut ausgebildetes Fachpersonal freuen. Die Industrie wird somit weiterhin Taktgeber der heimischen Wirtschaft bleiben. Das Internet und die Welt der Apps haben sämtliche Bereiche unseres Lebens erfasst. Auch beim Verreisen. Das wissen die ÖBB und reagieren mit der größten Digitalisierungsoffensive der Unternehmensgeschichte. Das bedeutet nicht nur mobiles Internet in Zügen, Bussen und Bahnhöfen, sondern noch viel mehr. Es geht ja nicht nur darum, dass der Kunde erst am Bahnhof oder erst im Zug von uns abgeholt wird und mit uns quasi das Reiseerlebnis hat, sondern dass wir eben auch schon quasi am ersten Gedanken, wenn der Kunde zu Hause sich noch überlegt, wie er die Reise angehen will, dass wir schon für ihn da sind, ihm Dinge abnehmen und auch wenn er dann am Ende das Ziel erreicht, dass wir ihn nicht nur am Bahnhof verabschieden, sondern auch bis nach Hause noch begleiten. Apps und neue Services sollen den Kunden schon bei seinen Reisevorbereitungen behilflich sein und sie bis zu ihrer Ankunft begleiten. Egal ob zu Hause, am Bahnhof oder im Zug. Wo ist die nächste Station? Wann werde ich da sein? Wie schnell fahren wir? Und wo genau befinden wir uns? All diese Fragen werden schon jetzt beantwortet, sobald man mit dem Zugs-WLAN verbunden ist. Dort können wir dem Kunden verschiedenste Services anbieten. Informationen zum Zug, Informationen zum Fahrplan, Verspätungsinformationen live auf seinem Endgerät. Wir wollen hier natürlich das weiter ausbauen. Also wir arbeiten da gerade momentan an ganz vielen verschiedenen Ideen, die wir momentan auch in vielen Piloten schon testen, beispielsweise eben Augmented Reality. Augmented Reality soll in naher Zukunft das Erlebnis Bahnfahren auf ein neues Level heben. Es wird die Art und Weise revolutionieren, wie wir uns navigieren lassen oder uns zusätzliche Informationen zu unserer Umgebung geben. Das ist die Zukunft, auf die sich ÖBB-Kunden freuen können. Also für uns als ÖBB ist das ein Thema, was dauerhaft Bestand haben wird. Wir werden uns immer wieder weiterentwickeln und weiterentwickeln müssen, weil die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden sich auch weiterentwickeln, die Technologien entwickeln sich weiter. Und unser Ziel ist es aber immer genau am Puls der Zeit zu sein und unseren Kunden genau das zu dem Zeitpunkt zu liefern, wo sie es brauchen. Die Digitalisierungsoffensive ist ein technisch herausforderndes Projekt. Beispielsweise ist der Aufwand für eine reibungslose Internetverbindung in einem ÖBB Railjet nicht vergleichbar mit jenem von zu Hause. Man kennt von zu Hause diese mobilen Router. Also meistens ist da nur eine Einheit bestehend aus einem Internetrouter, einer SIM-Karte und einem Modem. Bei uns kann man das ähnlich vergleichen, nur verwenden wir halt Industriekomponenten. Wir haben insgesamt über 3200 Einzelkomponenten, die wir in eine Garnitur einbauen müssen. Das Ziel ist, dass ÖBB-Kunden auf allen Ebenen der Reisekette störungsfreie digitale Services nutzen können. Daran wird im gesamten Unternehmen in vielen verschiedenen Bereichen intensiv gearbeitet. Die ÖBB hat sich hier wirklich massiv in Bewegung gesetzt und ich bin auch sehr stolz darauf, hier mitarbeiten zu dürfen. Gemeinsam geben wir Sicherheit. Ihre Vorarlberger Versicherungen. Innerhalb eines Jahres haben wir 31.720 Vorarlberger Haushalte und Gebäude wieder instand gesetzt. 1.567.000 Euro an Unterstützungen für Vereine, Schulen, Kulturbetriebe und Soziales ausbezahlt. Das und noch einiges mehr haben wir mit unseren 809 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreicht.
Gemeinsam geben wir Sicherheit. Ihre Vorarlberger Versicherungen. Seit über 25 Jahren ist der Vorarlberger Verkehrsverbund Ihr Partner im Nahverkehr. Über 150.000 Personen täglich nutzen die zahlreichen Angebote zur Beförderung mit Bus und Bahn. Seit Dezember mit einer noch höheren Taktfrequenz. Der Vorarlberger Verkehrsverbund. www.vmobil.at. Gemeinsam geben wir Sicherheit. Ihre Vorarlberger Banken. Innerhalb eines Jahres haben wir 6.820 Privatkredite für persönliche Anschaffungen ermöglicht. 4.792.000 Euro an Unterstützungen für Vereine, Schulen, Kulturbetriebe und Soziales ausbezahlt. Das und noch einiges mehr haben wir mit unseren 3.261 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreicht. Gemeinsam geben wir Sicherheit. Ihre Vorarlberger Banken. Expert Janetz, der Serviceprofi in Rankweil mit absoluter Bose-Kompetenz. Expert Janetz in Rankweil, Ringstraße 26. www.janetz.com. 23 Lehrberufe, tausende Lehrlinge, ein Unternehmen. Die ÖBB sind einer der größten Lehrlingsausbilder in Österreich und ermöglichen jedes Jahr hunderten Jugendlichen einen optimalen Start ins Berufsleben. Ja, es ist eine super Ausbildung, also gibt es gar nichts. Wir haben auch einen Tag Zusatzunterricht, wo wir die Theorie zu unseren praktischen Sachen lernen. Die Lehrlingsausbildung der ÖBB ist staatlich ausgezeichnet und besitzt eine lange Tradition. Die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden an unterschiedlichen Einsatzorten praktisch geschult und erhalten eine breit gefächerte Ausbildung mit einem guten Einblick in das größte Mobilitätsunternehmen Österreichs. Du machst nicht nur eine Sache, sondern du lernst sehr viele Sachen. Es ist nicht immer das Gleiche und das gefällt mir voll. Metallbearbeitung, Elektronik und noch viele weitere Berufe im technischen wie auch im kaufmännischen Bereich stehen den Bewerbern bei den ÖBB offen. Das Unternehmen investiert viel in die Ausbildung seiner Lehrlinge, denn ihre Talente und Fähigkeiten sind eine wertvolle Grundlage für den Erfolg. Wenn Ihre Einstellung dazu passt, wenn Ihr Verhalten passt, haben Sie unheimlich viele Möglichkeiten, in sehr viele Richtungen zu gehen. Nicht nur im technischen Bereich zu bleiben, sondern auch im betrieblichen Bereich mit Triebfahrzeugführerin, mit Fahrdienstleitung, also Betriebstechnik. Wenn Sie das schätzen können und wenn Sie das mitbekommen, haben Sie unheimlich gute Chancen für Ihre Zukunft. In den vergangenen Wochen durften wir Ihnen den Ländle-Talk von der Brauerei Frastanz präsentieren. Ein Best-of der letzten Talkgäste sehen Sie jetzt. Das ist ein äußerst spannendes Thema eigentlich, weil Genossenschaften ja oft etwas ein verstaubtes Image haben. Und das gilt es aus meiner Sicht zu ändern. Genossenschaften sind unglaublich alte Unternehmen, sehr stabile Unternehmen, Unternehmen, bei denen es nicht nur um das Quartalsergebnis geht, sondern wir denken in ähnlichen Zeitabschnitten wie die katholische Kirche vielleicht in Jahrhunderten. Und deshalb hat das Genossenschaftsmodell mehr Berechtigung denn je. Und im Sinne der Gründerväter, wo es ja darum gegangen ist, dass man die Zimmer nimmt und gemeinsam stärker ist, und ist eine Kundengenossenschaft. Die Kunden sind Eigentümer der Produktionsfirma. Und wir haben diesen Gedanken eigentlich nur wieder neu aufgegriffen, weiterentwickelt und dann gesagt, es muss doch möglich sein, dass heute ein Frastanz, ein Kunde, ein Fan der Brauerei Frastanz auch Miteigentümer wird. Da haben wir sehr viel an diesem Konzept daran geschafft und haben das im Herbst präsentiert und haben gesehen, wir schaffen die Möglichkeit, 1000 neue Mitglieder aufzunehmen. Und es ist natürlich in wenigen Wochen warm ausverkauft und derzeit gibt es nur noch eine Warteliste für dann irgendwann vielleicht wieder. Man kann ja sagen, Stichwort aus und für die Bevölkerung.
Genauso sehr haben wir es. Wir sind Osterregion für die Region. Wir sind ein wesentlicher Bestandteil der Kultur in Vorarlberg. Das gehört zu uns. Wir haben auch eigene Rezeptur, eigene Sorte, die es fast nur in Vorarlberg gibt, wie zum Beispiel das Spezialbier. Und das gehört zu uns und das soll so bleiben. Bei dieser Geschichte steht es nicht das der finanzielle Ertrag von jedem Einzelnen, der hier reinsteigt, im Vordergrund, sondern man kann ja wirklich sagen, das sind Fans, Freunde. Kann man das so bezeichnen? Das ist absolut so der Fall. Da geht es um eine Partnerschaft auch für die Zukunft. Und wir gehen natürlich davon aus, dass unsere Miteigentümer die Botschaft der Brauerei Frastanz mit rausträgen. Natürlich bei einer daheim, aber vielleicht nicht nur bei einer daheim, sondern auch bei Freunden und Bekannten, dass sie auch dort Wert drauf legen, dass sie ihr Bier dort kriegen. Jetzt bewegt sich bei Ihnen und in diesem Unternehmen immer sehr viel. Es wird auch technisch für die Zukunft aufgerüstet. Was ist geplant? Ja, wir haben eine sehr traditionsreiche Brauerei, aber Brauerei in der heutigen Zeit braucht auch Investitionen, keine Frage. Und unser Sudhaus, das Gebäude ist auch denkmalgeschützt und da kommt eine neue Technik hin, ein neues Sudhaus. Das Bestehende ist aus dem Jahre 54, das hat jetzt wirklich den Dienstur, da kommt ein neues rein, das sind wir jetzt am Planer und im Herbst 2017, eher Frühjahr 2018, wird das neue Sudhaus dann in Betrieb kommen. Wir freuen uns schon riesig. Ich bin dann nach mehrjähriger Erfahrung im eigenen Betrieb Flüger geworden. Habe mir dann Auslandserfahrungen in der Schweiz, hauptsächlich im Bereich Küchen dann angeeignet und mich auf Küchen immer mehr spezialisiert. Und dann kam der Gedanke 2010, daher auch der Name K10, also K für Küchen, 10 für das Gründungsjahr, kam der Gedanke, selbstständig zu werden und wenn, dann im Frastanz. Wenn Sie an die letzten Jahre denken, was waren so die Höhepunkte? Ja, die Höhepunkte von der Gründung weg waren eigentlich die Eröffnung des Studios im Frastanz, im Sonnenberg-Areal. Das hat einen sehr starken Auftritt gegeben. Es kamen dann Beziehungen mit Architekten, die von der Schweiz ausgewandert sind, nach Amerika dazu. Seither exportieren wir hin und wieder nach Amerika Küchen. Mit gutem Erfolg. Zu wie viel sind Sie jetzt in Ihrem Unternehmen? Wir sind jetzt zu dritt im Unternehmen. Und diese alle in der Planung? Nein, wir machen ja nicht nur Planung. Wir machen von Entwurfsplanung über Detailplanung bis hin zur Umsetzung und Montage Küchen eigentlich decken das komplette Umfeld ab. Bei Ihnen gibt es ja aber nicht nur Designküchen, auch weitere Räume können von Ihnen geplant werden. Ja, immer wieder der Schwerpunkt und das Kerngeschäft sind sicher Küchen. Aber es gibt immer wieder, dass wenn der Kunde sich wohlfühlt, dass das weitergeht in den Ess-Wohnbereich bis hin zum Schlafzimmer, dass es eine Komplettplanung im Innenbereich erfordert. Ist es da auch wichtig, dass das ganze Haus praktisch in einem Design durchgezogen wird oder alle mehrere Räume? Ich denke auf jeden Fall, weil man muss den Kunden verstehen. Der Kunde muss sich wohlfühlen im Haus, das denke ich ist das Wichtigste. Und da sollte man dann schon schauen, dass man eine Linie hineinbringt, damit sich der Kunde eigentlich in jedem Raum wohlfühlt und nicht nur in der Küche zum Beispiel. Es ist ja auch schwer, sag jetzt mal, den Kunden zu verstehen, was er wirklich will. Was hilft Ihnen dabei? Wichtig, das Allerwichtigste ist einfach das Zuhören. Das wird heute oft vergessen. Der Kunde möchte sich aufgehoben fühlen, möchte sich verstanden fühlen. Es gibt also einiges zu tun und es ist ja nicht ganz so einfach, habe ich mir sagen lassen, eine dieser drei Schwestern zu sein. Es gibt so ein richtiges Knicke-Programm. Was steht denn in diesem 50-seitigen Bogen, sage ich jetzt? Ja, unsere Drei-Schwestern-Knicke. In dem ist einfach alles drin, was so zum Tun ist, wie man sich zum Verhalten hat. Und natürlich auch ganz wichtig als drei Schwestern ist die Optik. Wenn 15 Mörtel auf Werk sind, braucht es da einfach ein gewisses Reglement, dass so, die unverwechselbar sind. Und wir legen da sehr viel Wert auf die Äußerlichkeiten. Also das Make-up muss passen, die Kleider müssen immer ordentlich sein und einfach auch so ein bisschen Tipps und Tricks, wie man sich richtig unterhaltet. Was sind denn so typische Do's und Don'ts? Also eines der wichtigsten Do's ist, uns gibt es nur zu dritt. Also eine Schwester alleine wird man nie irgendwo finden. Und die drei Schwestern gehen nur zu dritt aufs Klo. Also das ist so. Und das ist eigentlich eines der wichtigsten Do's. Spaß haben, lächeln, gut gelaunt sein, die Sorgen des Alltags einfach mal beiseite legen. Und wenn man dann in die Rolle einer Schwester schlüpft, das einfach ausstrahlen, dass man eine Freude da hat und das mittransportieren. Und ein klassisches Don't ist,
Eine Schwester ist nie auf der Suche, hat keinen Freund, will aber auch keinen. Okay. Wäre das auch geklärt? Kurz vorher haben Sie erwähnt, jede oder jede kann sich bewerben. Gibt es Mindestanforderungen? Muss man zum Beispiel 1,60 Meter groß sein? Oder ist alles, sage ich jetzt mal, wenn man 18 ist, alles durch die ganze Bandbreite vorhanden? Genau, also wir sind offen, einfach für offene, natürliche Mädchen und die einfach an Spaß haben und bereit sind, in ihrer Freizeit das zu transportieren und natürlich auch die Brauerei Vertreter. Also ich sage immer, sie sind ein lebendes Maskottchen. Und da muss man schon auch gewisse Bereitschaft dafür haben, um das mitzutransportieren. Jetzt fällt mir ganz spontan ein, ist es eigentlich ein Job gegen Bezahlung oder wird dem Bier bezahlt vielleicht auch oder ist das ehrenamtlich? Nein, auf alle Fälle. Also es ist, ich sage Party machen auf Bezahlung. Also es ist wirklich, wir zahlen und das ist alles geregelt und die Mädels kriegen natürlich einen Lohn dafür. Für ihren Aufwand, aber es ist immer ein schöner Aufwand, der immer mit sehr viel Freude und Spaß verbunden ist, sage ich jetzt einmal. Wenn wir beim Aufwand bleiben, wie viele Einsätze gibt es denn pro Monat circa oder im Jahr? Also im Monat ist es unterschiedlich, saisonal bedingt natürlich, aber im Jahr sind wir im Durchschnitt 100 Mal unterwegs. Herr Lambert, Sonnenhof in Göfis, ich glaube vielen einen Begriff. Es steht Sonnenhof echt besonderig bio. Was steckt dahinter? Also mit dem echt und besonderig zielen wir vor allem so auf unsere Kernkompetenz ab, was heißt Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigung, mit dem Ziel, sie so weit zu unterstützen, dass sie nach einer gewissen Zeit, ein, zwei, drei Jahre, auf sogenannte geschützte integrative Arbeitsplätze vermittelt werden können. Das Bio ist für das, was uns von Anfang an wichtig war, Produkte, vor allem Lebensmittel, herzustellen, wo in der obersten Liga bei uns im Land mit dabei sind. Wir produzieren von Anfang an biologisch, sind ein geprüfter, zertifizierter Biobetrieb. Das war uns von Anfang an wichtig, um der Gesellschaft zu sorgen, dass Menschen mit Beeinträchtigung im Stand sind, ordentliche, von der Gesellschaft benötigte Produkte zum Herstellen. Eigenheit, Spezialität vom Sonnenhof ist die Begleitung von Menschen mit einer Beeinträchtigung, meistens gepaart mit Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Erkrankungen. Und darum ist bei uns der Schwerpunkt Arbeit mit Tier und Natur. Wie viele Menschen sind bei Ihnen beschäftigt? Also gesamt am Sonnenhof begleiten wir derzeit gut 70 Menschen mit Beeinträchtigung an zwei Standorten. Das ist der Sonnenhof Tuffers in Göfis und der Sonnenhof St. Abergast in Götzis. Also tolle Sache. Wie wird es angenommen, das Angebot von Ihnen? Also wir haben uns vor 16 Jahren zum Ziel gesetzt, der Sonnenhof sehr inklusive zum Gestalten, wobei 2000 hat man das Wort Inklusion weder in der Fachwelt noch in der Öffentlichkeit kennt. Was uns wichtig war, der Sonnenhof so zum Aufbauen, dass es ein Begegnungsort werden kann, wo sich Menschen mit und ohne Behinderung begegnen. Das dürfen wir mittlerweile mit Stolz behaupten, dass wir das geschafft haben, weil mittlerweile über 50.000 Besucherinnen und Kundinnen an Sonnenhof kommt übers Jahr. Wirklich eine stolze Zahl, kann man sagen, oder? Geht noch mehr oder ist man am Zenit schon? Das Mehr ist für uns nicht immer das Kriterium. So wie so in der Produktion oder Herstellung von Lebensmitteln ist, Qualität ist uns wichtig. Und so ist es so in der Begegnung auch wichtig. Das sollen schöne Begegnungen sein und da kommt es nicht auf Masse drauf an, sondern wirklich das. Die Gäste, die Kundschaft, die an den Sonnenhof kommt, gerne an den Sonnenhof kommt, um unsere Produkte zum kaufen, zum Zeit verbringen am Sonnenhof und mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das ist das, wo Menschen mit Beeinträchtigung der große Nutzer davor haben. Was gibt es für Beschäftigungsmöglichkeiten am Sonnenhof? Also wie schon kurz gesehen, Schwerpunkt ist Arbeit mit Tier und Natur. Wir haben einen landwirtschaftlichen Bereich, eine Gärtnerei, eine Tischlerei, Hoflader, Hofgastronomie. Bereich Hofladen, Hofgastronomie, vor allem, wo man die Produkte, die wir herstellen, kaufen kann oder direkt vor Ort genießen kann. Und das Ziel ist einfach, Menschen mit Behinderung wieder zurück in die Gesellschaft zu führen? Entweder das erste Mal, nicht zurück in die Gesellschaft, sondern auf Arbeitsplätze, reguläre Arbeitsplätze im regulären Arbeitsmarkt. Oder wenn sie einen Arbeitsplatz gehabt haben für viele Jahre und durch irgendwelche Gründe, der nun mal ausfüllen haben können, wieder zu uns kommt, um wieder nochmal Luft holen und nochmal gut durch zum Starten, dass sie wieder für uns begleitet werden auf sogenannte integrative, geschützte Arbeitsplätze. Ist Thema Motivation auch ein großes bei Ihnen? Das ist der riesengroße Vorteil bei Menschen mit Beeinträchtigung.
dass man die nicht motivieren muss zum Schaffen, sondern da ist Arbeit noch so das hohe Gut. Und ehrlich, das, was Arbeit ja eigentlich einem mitgibt, so das Anerkennen, das Wertschätzende. Und da geht es so gar nicht ums Geld und um den Lebensunterhalt zu verdienen, sondern wirklich im Kontakt mit Arbeitskollegen, Erfolgserlebnisse haben im Arbeitsalltag. Und durch das ist Motivation bei uns nicht so das Thema. Kommen wir auf deinen Beruf zu sprechen, der natürlich auch höchst interessant ist. Du hast vor 10 Jahren die Kabelmanufaktur Schloms übernommen, bist seit 10 Jahren Geschäftsführer dort. Was muss man sich unter einer Kabelmanufaktur vorstellen? Kabelmanufaktur ist ziemlich eine abstrakte Geschichte. Ganz einfach gesagt, wir fertigen kundenspezifische Kabel, Einzellitzen, Drähte, die für die Elektrifizierung von Bauteilen in den Geräten benötigt werden. Das Ganze in Kleinststückzahlen von einem Stück bis zu Serienproduktionen in Millionenstück. Und das seit über 32 Jahren sehr erfolgreich am Standort in Frastanz. Wer sind deine Kunden? Sind die international, sind die auf Vorarlberg bezogen, auf Österreich bezogen, weltweit bezogen? Und wer sind die Kunden? Als Vorarlberger Unternehmen ist natürlich der Hauptmarkt die Dachregion, Deutschland, Österreich, Schweiz, mit Liechtenstein dazu ist sicherlich als Hauptmarkt zu sehen. Wir haben natürlich auch Kunden, die weiter weg sind, Norditalien, auch England. Auch in England gibt es Kunden, die Produkte aus unserem Unternehmen im Sortiment haben oder benötigen, um ihre Geräte zu bauen. Wir fertigen hauptsächlich für die Medizintechnik, sicherlich ein sehr großer Bereich. Weiters Elektronikfertiger, Maschinenanlagenbauer, Elektrogerätehersteller und seit circa 2 Jahren auch Unternehmen, die im Bereich Elektromobilität tätig sind, sprich Fahrradantriebe, elektrische Fahrradantriebe herstellen. Okay, also ich bin E-Biker. Könnte es sein, dass auch ein Kabel von der Firma Schloms eingebaut ist? Ich hoffe es, dass ein Kabel von der Firma Schloms eingebaut ist. Günther, du würdest schneller, weiter, höher kommen mit unseren Kabeln und ich wünsche es dir, dass du dich für ein Produkt aus unserem Haus entschieden hast. Also ich weiß es jetzt nicht, aber das Rad geht wirklich gut. Ich gehe davon aus, es ist ein Schlomskabel mit dabei. Wenn du noch nicht stehen geblieben bist auf halber Höhe, sind die Chancen gut, dass das Kabel aus unserem Haus kommt. Und wenn ich stehen geblieben bin, dann liegt es an meiner Kraft und nicht an der Batterie. Walter, die Privatkunden gibt es in diesem Bereich auch? Oder sind es wirklich ausnahmslos Firmenkunden? Ja, es sind ausnahmslos Firmenkunden. Wir haben nicht mit dem Endverbraucher zu tun. Wir haben auch kein Produkt, das für einen zweiten Kunden verwendet werden kann. Jedes Produkt ist ein Einzelstück. Wir fertigen über 4000 verschiedene Produkte. Und hinter jedem Produkt steht ganz klar ein Kunde. Es gibt keinen Artikel, der für 2 Kunden verwendet werden kann. Die Mohrenbrauerei präsentiert das 5. Emser Faschings-Opening, die geilste Faschingsparty im Rheintal am 7. Jänner 2017. Für eine brodelnde Tanzfläche sorgen Party-DJ Chris sowie zahlreiche Gucker-Musiken und Garden aus dem Ländle und dem benachbarten Ausland. Tickets für das 5. Emser Faschings-Opening gibt's im Vorverkauf in allen Raiffeisenbanken und Sparkassen, im Musikladen Götzis, Ticket Corner Schweiz und online unter facebook.com/emserfaschingsopening. Der Eintritt ist ab 16 Jahren. Die Vorarlberger Banken sind ein starker Partner der Vorarlberger Wirtschaft. Dafür sorgen auch die über 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mein Kollege Marc Gechter hat sich mit dem Spartenobmann Wilfried Hopfner unterhalten. Die heimischen Banken und Versicherungen gelten nach wie vor als sichere Arbeitgeber. Daran hat sich auch in den vergangenen Jahren nichts geändert. Rund um Weihnachten und Neujahr läuft das Geschäft besonders auf Hochtouren und die zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind laut Spartenobmann Wilfried Hopfner gefordert. Es sind ungefähr 4000
interessante Arbeitsplätze, die die Banken und Versicherungen bieten, hier in Vorarlberg bieten. Es ist, denke ich, nicht unbedeutend und es gehört auch zu dem Wirtschaftsstandort, der exportorientiert ist, der sich aber eben auch auszeichnet durch hervorragend ausgebildete und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir sind froh, dass wir für 4.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger interessante und attraktive Arbeitsplätze bieten können. Die Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der heimischen Banken und Versicherungen sind vielfältig. Banken und Versicherungen bieten ein breites Spektrum an Aufgaben. Man kennt natürlich typischerweise die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Kundenkontakt stehen. Ganz, ganz bedeutend. Das sind sozusagen die Anchormans und Anchorwomans der Branche, die mit dem Kunden in Beziehung stehen. Da muss man Menschen mögen, muss man mit Menschen umgehen können. Ganz, ganz eine wichtige Funktion, weil schlussendlich machen die Geschäfte die Menschen und entstehen aus den Beziehungen zwischen Menschen. Aber dann gibt es darüber hinausgehend interessante Aufgabengebiete innerhalb der Bank und innerhalb der Versicherung, dass alles, was unsere Berater und Beraterinnen aus dem Kundengeschäft hereinholen in die Bank oder in die Versicherung, muss auch bearbeitet und verarbeitet werden. Und, was heute immer mehr auch eine Bedeutung kriegt, auch die Risiken müssen gemanagt werden, eine weitere interessante Facette für Arbeitsplätze. Die Aufgaben also vielfältig und durchaus auch eine attraktive Beschäftigungsmöglichkeit für berufliche Quereinsteiger. Das Bankgeschäft und das Versicherungsgeschäft lebt eigentlich auch von solchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aus anderen Branchen kommen, die schon was anderes gelernt haben, was anderes gemacht haben und dann sagen, okay, ich nehme dieses Know-how herein und reiche es an um Bank- und Versicherungs-Know-how. Und dann passiert es leider Gottes auch hin und wieder, dass man mit dem Know-how wieder irgendwo anders hingeht, weil natürlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch dann hervorragend mit diesem Know-how ausgestattet auch wieder in anderen Branchen Arbeitsplätze finden können. Die Vorarlberger Banken und Versicherungen messen sich am Markt mit international agierenden Konzernen. Deshalb wappnen sich die regionalen Player schon jetzt für die Zukunft. Eine ganz wesentliche Herausforderung scheint mir, mit der Digitalisierung umzugehen. Auf der einen Seite schafft sie uns zusätzliche Vertriebsmöglichkeiten, auf der anderen Seite erhöht es die Anforderungen in der Beratung, weil viele unserer Kundinnen und Kunden kommen heute schon mit enormem Wissen über das Bankprodukt, über das Versicherungsprodukt. Und dann gilt es manchmal als Mitarbeiterin hinzustehen und zu sagen, okay, der weiß schon ganz ordentlich viel, aber ich weiß noch ein Quäntchen mehr. Und ich glaube, das ist dann auch das Tüpfchen auf dem I, sozusagen das Salz in der Suppe, in der Beratung, dort noch etwas mehr draus zu machen und für den Kunden eine gute Lösung zu erarbeiten. Das war's von meiner Seite. Sie sehen im Anschluss noch den Sport mit Marc Gächter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen und Ihrer Familie erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch im nächsten Jahr treu bleiben. Bis dann. Tschüss. Es ist soweit. Nach 3 Jahren Bauzeit wird das neue multifunktionale ÖBB-Güterzentrum Wien Süd eingetrommelt. Die Eröffnung hat zahlreiche Gäste angelockt. Kein Wunder, denn der Unterhaltungswert dieser Veranstaltung lässt nichts zu wünschen übrig. Mit einer präzise inszenierten Vorführung wird zum ersten Mal ein Container live auf einen Güterzug geladen und der neue Standort somit feierlich eingeweiht. Und der hat es wortwörtlich in sich, denn alleine die Fläche von 55 Hektar, also rund 77 Fußballfeldern, ist schon gigantisch. Aber noch wichtiger als die Dimension ist die Anbindung. Also wichtig war mir, dass er an einer internationalen Güterverkehrsachse liegt. Er liegt an 3 dieser internationalen Güterachsen. Er hat eine direkte Anbindung von der Weststrecke her durch den Lainzer Tunnel, aus dem Süden über die Bottendorfer Linie und aus dem Norden und Osten hier über die Verbindungsbahn. Das heißt, ich kann ihn von allen 4 Himmelsrichtungen schienenmäßig erreichen und hat einen unmittelbaren Anschluss an die Autobahn. Also insofern idealer geht es dann fast nicht mehr. Für das Projekt investieren Verkehrsministerium und ÖBB rund 246 Millionen Euro. Von hier aus können die Nordsee, das Schwarze Meer und die großen Adria-Häfen effizient und wirtschaftlich erreicht werden. Und durch die Verlagerung von der Straße auf die umweltfreundliche Schiene schlägt man 2 Fliegen mit einer Klappe. Mein Credo in der Verkehrspolitik ist umweltfreundlicher Verkehr.
und sicherer Verkehr. Und da ist natürlich Verlagerung von der Straße auf die Schiene essentiell. Und mit derartigen Güterzentren, und das ist natürlich das größte in Österreich, ist sozusagen der Güterbahnhof, Hauptbahnhof in Österreich, geht das immer besser. Und wir werden rechnen damit, nächstes Jahr 60.000 Lkw-Fahrten weniger, insgesamt dann, wenn es fertig ausgebaut ist, 200.000 weniger, und das ist schon sehr, sehr viel. Deshalb haben wir auch als Europäische Union dieses Vorhaben, dieses Projekt auch finanziell unterstützt und dieses Projekt bestätigt den Ruf Österreichs als Vorzeigeland beim Ausbau des Schienennetzes. Es ist eine Investition in ein wachsendes Marktsegment, das ist der kombinierte Ladungsverkehr. Der wächst in der Tat, wenngleich sonst der Güterverkehr durchaus eine schwierige Situation hat, ist hier also sozusagen von stetig steigendem Zuwachs auszugehen. Mit dem neuen Güterzentrum Wien Süd, der auch als der neue Hauptbahnhof für Güter bezeichnet werden kann, wird Wien zur Drehscheibe für Güter von bzw. nach Süd- und Osteuropa und in weiterer Folge auch nach Übersee. Die Welt braucht Menschen, die für andere da sind. Und so wurde aus einem Traum mit viel Einsatz, Energie und Eigeninitiative Wirklichkeit. Innerhalb von 5 Monaten haben Erich Nachbauer, Karin Oberscheider und Ibu Sene den Bau eines Kindergartens in Mbour im Senegal für sozial schwache Kinder ermöglicht. Schon ab 10 Euro monatlich können Sie eine Kindergartenpatenschaft für ein Kind im Highlife Kids Kindergarten übernehmen. Weitere Infos auf www.facebook.com/highlifekids.kindergarten. Also ich bestelle schon lange und immer wieder im Direktvertrieb bei meiner Beraterin, weil ich sie kenne und schätze und die Ware nach Hause geliefert wird. Und die Sicherheit gibt uns die Golden Card von der Wirtschaftskammer. Mobil, modern, menschlich. www.derdirektvertrieb.at. Die neuen Fußballartikel sind da. Aktuelle Modelle und trendige Farben gibt es bei Wilhelmer Teamsport in Dornbirn. Wilhelmer Teamsport, dein Partner in Sachen Fußball. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sport hier auf Lände TV. In dieser Woche ebenfalls wieder mit Eishockey und zwar aus der Sky Alps Hockey League. Die VfL Feldkirch trifft dabei in der Vorarlberghalle auf Neumarkt. Das folgende Spiel wird Ihnen präsentiert von Admiral. Die FBI VfL Feldkirch legt im Heimspiel gegen den HC Neumarkt vom 1. Juli an richtig los. Die 1742 Fans bekamen offensives Hockey und ein bissiges Heimteam geboten. Dies machte sich bereits auch früh am Scoreboard bemerkbar. Die VU in Überzahl, auf Seiten der Gäste saß Gabri auf der Strafbank und die Lampert-Kriegs in Überzahl einmal mehr eine Macht. Draschkowitz schlussendlich mit dem Treffer und somit mit der Führung für seine Mannschaft. Feldkirch blieb weiter am Drücker und hatte auch in weiterer Folge einige gute Möglichkeiten für weitere Treffer. Allerdings sollten diese zumindest vorerst nicht fallen. Dann fanden auch die Gäste immer besser ins Spiel und als sich die Montfortstädter wohl schon in der Kabine wähnten, schlugen auch die Wildgänse eiskalt zu. Sulman nutzte diese Unachtsamkeit und drückte die Scheibe zum 1:1 Ausgleich über die Linie. Im zweiten Abschnitt neutralisierten sich beide Teams vorerst mehr oder weniger. Dann aber doppelte Überzahl für die VU. Bei den Südtirolern mussten Nedved und Gabri in die Kühlbox. Und erneut schlugen die Gastgeber eiskalt zu, nutzten die sich bietenden Räume. Burnstill schlussendlich mit dem Assist und Fekete mit dem erneuten Führungstreffer für die VU.
Der Schlussabschnitt war kaum 2 Minuten alt, als die Mannschaft von Coach Michael Ampertz durch diesen erfolgreich abgeschlossenen Konter die Führung ausbauen konnte. Parks verwertete diesen Pass von Meyer zum 3:1. Noch blieb aber jede Menge Zeit und die VU in der 53. Spielminute erneut in Überzahl. Wieder nutzten die Gastgeber die sich bietende Chance, Meyer war zur Stelle und scorte zum Endstand von 4:1. Es war ein sehr wichtiges Spiel für uns, weil ja unsere Leistung in letzter Zeit jetzt nicht das war, was wir selber erhofft hätten. Und auch das letzte Spiel, was wir gehabt haben, war ja eine recht deutliche Auswärtsniederlage. Von dem her haben wir gewusst, dass wir heute stark spielen müssen. Wir müssen ein Zeichen setzen, dass wir wollen die Trendwende heute einläuten. Und ich denke, im Großen und Ganzen ist uns das ganz gut gelungen. Ja, Punkte natürlich sehr, sehr wichtig. Aber noch wichtiger ist, wie wir gespielt haben, wie wir auftreten sind. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gezeigt. Defensiv nicht viel zulassen am Gegner. Und geduldig bleiben bis zum Schluss, gewartet, bis wir unsere Chance kriegen. Und heute auch die Powerplay-Sachen, die wir trainiert haben bzw. umgestellt haben, sehr, sehr gut ausgenutzt. Mit 3 Powerplay-Toren müssen wir natürlich schwer zufrieden sein. Ich glaube, die ersten 2 Halbzeiten waren ziemlich ausgeglichen. Ein paar Stangenschüsse dabei von beiden Seiten. Letzte Drittel haben wir dann wirklich dominiert. Schönes Spiel zum Anschauen und verdient gewonnen. Soweit also zur Sky Alps Hockey League und bei uns geht es jetzt weiter mit Schulsport, genauer gesagt mit der Futsal-Landesmeisterschaft. Gespielt wurde in Feldkirch. Die Sporthalle Reichenfeld und die direkt daneben gelegene Sporthalle der Hack Feldkirch boten ideale Bedingungen für den schnellen und technisch anspruchsvollen Futsalsport. Also ich bin jetzt das zweite Mal dabei mit der Hack Feldkirch und es läuft eigentlich ganz gut. Wir sind jetzt im Halbfinale und schauen, dass wir das gewinnen können. Das Team der Hack Hasch Feldkirch gewann das Finale gegen die HTL Rankweil im Rahmen der Futsal-Landesmeisterschaft klar mit 5:1 und blieb wieder erfolgreich. Ja, wir führen das Turnier heuer schon das dritte Mal durch. Die Hack Feldkirch ist wieder eine Organisation. Und wir haben auch einen Sportclub, der Hack Feldkirch, die unterstützen, mithelfen. Es sind sehr viele Teilnehmer heuer und das Niveau ist hervorragend. Also wir sind sehr, sehr zufrieden. Neben 10 Burschenteams nahmen heuer auch 6 Mädchenteams an der Landesmeisterschaft teil. Wir haben gerade das erste Spiel gleich gegen das Favoriten gehabt, gegen das Sportgymnasium Dornbirn. Und da haben wir aber 0-0 gespielt, da waren wir sehr stolz drauf. Und jetzt haben wir das nächste, haben wir auch schon 4-0 schon gewonnen. Und es läuft spitze und es ist einfach voll cool. Wie bereits in den beiden Vorjahren dominierte bei den Mädchen das Team des Sportgymnasiums Dornbirn nach Belieben und siegte zum dritten Mal in Folge souverän. Auch bei den Burschen konnte das Team der HK Schwildkirch einen lupenreinen Hattrick erzielen. Wir haben heute die Landesmeisterschaft zum zweiten Mal hintereinander gewonnen. Wir sind mit viel Erwartung in das Spiel hineingegangen und haben es zum Glück auch gewonnen. Die Feldkircher konnten sich im Finale gegen die HTL Rankweil mit einem 5:2-Sieg klar durchsetzen. Ein recht herzliches Dankeschön unserem Organisator, Magister Bauer Wolfi von der HK Feldkirch, der diese Veranstaltung wieder perfekt organisiert und durchgeführt hat. Danke auch an all unseren Sponsoren und Unterstützern. Und nicht zuletzt ein herzliches Dankeschön im Namen des Schulsportreferates im Landesschulrat an alle engagierten Kolleginnen und Kollegen, die immer wieder so zahlreich an diesen Schulsportwettbewerben teilnehmen. Durch sie lebt der Schulsport im Ländle. Das war's schon wieder vom Sport hier auf Ländle TV. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund und schalten Sie auch nächstes Jahr wieder bei uns ein. Danke und tschüss.